Gemahlin zu gewinnen. Doch Oingi Minkis Vater willigt unsere Heirat erst ein, wenn ich ihm bis zum nächsten Sonnenaufgang die Erklärung eines schier unlösbaren Rätsels gebracht habe. Es kann doch knifflig genug sein. Wir wachsen an unseren Aufgaben. Oingi Boingis Familie besteht aus 7 Personen. 2 Eltern, 2 Großeltern und 3 Kinder. Oingi Boingi trug mir auf, 8 Äpfel und 6 Bananen unter allen Familienmitgliedern gerecht aufzuteilen. Wenn ihr mir nicht helfen könnt, habe ich Oingi Minki für immer verloren. Sobald ihr das Geheimnis entschlüsselt habt, könnt ihr die Lösung im Gegenstandsmenü mit Hilfe des Steuerkreuzes in einem Raster eintragen. 6 Äpfel und 8 Bananen? Gerecht aufgeteilt durch 4 Erwachsene und 3 Kinder? Der Logik nach kann das nicht aufgehen. Also entweder bekommen die Erwachsenen jeweils 2 Äpfel und die Kinder je 2 Bananen. Oder jedes Kind kriegt einen Apfel, die Erwachsenen je einen und ganz klar, einer bleibt übrig. Ja, und was ist mit den Bananen? Ach, wie man es dreht und wendet. Von Gerechtigkeit kann in euren Überlegungen keine Rede sein. Was ist da an der Tür? Plätschert irgendwas. Das ist Abwasser! Das kommt hier rein! Raus hier! Nein, bitte. Eine Falle! Was machen wir denn jetzt? Das Wasser reicht schon zu den Knien! Ich verliere Energie! Oinki Hinki! Bring uns hier raus! Löst das Rätsel! Woher können wir diesen Ort nicht verlassen? Um Himmels Willen, das Baby! Das haben wir in der Aufregung völlig vergessen. Da schwimmt es auf den Kissen und pennt seelenruhig. Ich kann mich kaum noch bewegen. Gleich ist unser Lebenselixier verbraucht. 6 Äpfel und 8 Bananen. Gerecht aufgeteilt durch 4 Erwachsene und 3 Kinder. Eingetragen habt, steht euch die entscheidende Schlacht gegen Himator bevor. Da haben sie sich aber was Kniffliges einfallen lassen, Mr. Dunder. Na, Achtung, ich muss gestehen, dass ich gerade ein gehöriges Brett vor dem Kopf habe. Mir ist überhaupt nicht klar, worauf dieser Zwerg eigentlich hinaus will. Jungs, vereint eure Intelligenz. Die 3 Fragezeichen haben bisher doch jedes Rätsel gelöst. Ja, aber können Sie uns nicht wenigstens einen kleinen Hinweis geben? Ach, das verdirbt euch doch nur den Spaß. Am besten setzen wir uns noch nebenan ins Besprechungszimmer und ihr geht mal ganz nüchtern an die Sache heran. Dazu gibt's Cola und Kekse. Würden wir gern machen, aber morgen früh haben wir leider noch eine Menge zu tun. Wir müssen gehen. Ja, ist schon in Ordnung, Jungs. Kommt einfach vorbei, sobald euch eine plausible Lösung eingefallen ist. Bisher habt ihr euch ja ganz wacker gehalten. Dicht daneben ist auch vorbei. Und der Ball landete noch nicht im Netz. Bitte? Der erste Detektiv warf in der Zentrale einen Blick auf den Wandkalender. Nächsten Montag beginnen die Herbstferien. Bis zum Wochenende, genauer gesagt bis Freitagnachmittag, wird sich das undurchsichtige Trio in Geduld üben müssen. Das heißt, falls wir bis dahin das Obsträtsel entschlüsselt haben. Ja. Warum ist die Banane krumm? Weil Tom nicht in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Genau hier liegt die Lösung. Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, was die ganzen Bananen zu bezwecken haben, aber Joe Dungeon, Lily Bushford und Tom sind ganz versessen darauf, das Obsträtsel in dem Computerspiel zu entschlüsseln. Willst du damit sagen, dass Mr. Dungeon selbst nicht weiß, wie die Äpfel und Bananen unter den Zwergen gerecht aufzuteilen sind? Hm. Habt ihr nicht gemerkt, wie erpicht er darauf war, von uns die Lösung zu erfahren? Ja, aber er hat das Spiel doch selbst entwickelt und programmiert. Na, wie kann er denn da die Lösung nicht wissen? Am Ende des 3. Levels hat er einfach eine Sperre eingebaut. Die könnte er in dem Moment auf
Rätsels Lösung liefern. Du hast recht. Warum ist die Banane krumm? Ja. Weshalb wohl ließen sich die Früchte in dem Spiel nicht gerecht aufteilen? Weil die Anzahl der Personen ungerade ist. Das muss es sein. Hm. Und weil Tom nicht in den Urwald zog und die Banane gerade wog, kann doch nur bedeuten, dass er dazu aufgefordert wurde, endlich dieses Rätsel zu knacken. Also eins ist ja nun völlig klar, die Aufgabe ist mathematisch nun überhaupt nicht zu lösen. Ja, und welche Rolle spielt Mitchell Kreider, der geheimnisvolle Kontoinhaber, an der ganzen Angelegenheit? Ein unlösbares Bananenrätsel, ein millionenschwerer Bankdirektor, ein versteckter Koffer mit unbekanntem Inhalt und ein Programmierer, der mit seinem Cyberspace-Adventure den ganz großen Wurf landen möchte. Vielleicht geht es um ein richtig großes Ding. Erpressung oder Betriebsspionage. Was machst du denn da, Justus? Erpressung. Was machst du denn da? Kollegen, ihr werdet es nicht für möglich halten, aber... Was? Der Schlüssel zum Rätsel? Das muss ja sein. Was denn? Wovon sprichst du? Du hast den ersten Anhaltspunkt gegeben, Bob. Was, ich? Und Peter hat alles auf den Punkt gebracht. Die Aufgabe ist mathematisch nicht zu lösen, weil die Anzahl der Früchte und Personen im Grunde genommen völlig uninteressant ist. Was? Wie bitte? Könntest du dich bitte etwas genauer ausdrücken, Justus? Ausdrücken und erpressen zielen präzise in diese Richtung. Also jetzt reicht's aber. Wirft man die Bananen und Äpfel nämlich in eine Fruchtpresse, ergibt das den leckersten Saft. Den unter vier Erwachsenen und drei Kindern gerecht aufzuteilen, ist kein Problem. S-A-F-T. Wenn wir diese Buchstaben in das Rastergitter eingegeben hätten, wären wir mit Mr. Dungeons Hilfe sicher ins vierte Level vorgestoßen. Ja, just, du bist ein Genie! Ja, das muss es sein! Ich ziehe meinen Hut. Na, ich meine aber auch. Ich frage mich nur, was Mr. Dungeon und Co. eigentlich vorhaben. Und es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Adresse des Programmierers ausfindig zu machen, war für Justus, Peter und Bob ein leichtes. Er bewohnte ein kleines Apartment in Santa Ana, nicht weit von seinen Büroräumen entfernt. Justus hatte Mr. Dungeon am Freitagabend angerufen und ihm das Lösungswort kurzerhand auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Der erbetene Rückruf war bis zu diesem Montagmorgen nicht erfolgt. Seit 8 Uhr saßen die drei Detektive zusammengekauert in Peters MG und beobachteten das Haus. Wenn du uns mal verraten würdest, was du vorhast, dann wüssten wir immerhin, weshalb wir uns hier einen abfrieren. Übe dich bitte in Geduld. Noch ist es ja nur der Hauch eines Verdachts. Ganz runter! Was? Du stellst Fragen. Das ist ein merkwürdiger Typ. Der Vollbart lässt ihn beinahe wie Rübezahl aussehen. Und der Anzug, dazu diese Designerbrille. Schräger Kontrast. Vollbart und Designerbrille. Habe ich das schon mal gehört? In der Southfire Street 18. Das ist Mitchell Kreider. Genau. Er steigt ins Taxi. Schmeiß den Motor an und drück auf die Tube, Zweiter. Was machen wir mit Mr. Dungeon? Sollte nicht einer von uns hier bleiben? Los, fahr los. Das Taxi ist gleich nicht mehr zu sehen. Gib Gas. In rekordverdächtigem Tempo manövrierte Peter sie durch den dichten Berufsverkehr Richtung Mount Wendy. Dabei behielt er das Taxi vor sich immer im Auge. Plötzlich trat er auf die Bremse. Das Taxi war an den Straßenrand gefahren und hielt vor einem Drugstore. Gleich daneben war die Filiale der Eastwood Bank. Mitchell Kreider will dem Geldinstitut einen Besuch abstatten. Beeilung, Kollegen!
lange gewartet. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft.